überraschende Ankündigung der Türkei, dem BRICS-Block beitreten zu wollen, stellt einen bemerkenswerten geopolitischen Schachzug dar. Als langjähriger NATO-Verbündeter und EU-Beitrittskandidat scheint die Türkei nun eine fundamentale Neuausrichtung ihrer strategischen Ausrichtung vorzunehmen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan machte deutlich, dass die Türkei im BRICS-Bündnis eine gute Alternative zur Europäischen Union sieht. Präsident Erdogan hatte bereits 2018 am BRICS-Gipfel teilgenommen, was Russlands Präsident Putin damals als Einladung zum Beitritt interpretiert hatte. Ein Beitritt der Türkei zum BRICS-Block wäre ein geopolitischer Gamechanger von enormer Tragweite. Als NATO-Mitglied seit 1952 würde die Türkei als BRICS-Partner dem Westen einen deutlichen Gegenpol bieten und zeigen, dass es für aufstrebende Nationen durchaus attraktive Alternativen zum westlich dominierten System gibt. Für die Türkei selbst böte ein BRICS-Beitritt erhebliche ökonomische Vorteile. Mit einem gemeinsamen BIP, das den der G7-Länder übertrifft, eröffnen sich der Türkei neue Investitions- und Handelsmöglichkeiten. Gerade angesichts der prognostizierten Wachstumsraten von Indien und China bietet der BRICS-Block deutlich attraktivere Perspektiven als das stagnierende Europa. Darüber hinaus ermöglicht der BRICS-Beitritt der Türkei, sich vom westlichen Finanzsystem unabhängiger zu machen und so Sanktionsrisiken zu minimieren. Zugang zur BRICS-Entwicklungsbank wäre ein weiterer Vorteil, da diese sich auf die Finanzierung dringend benötigter Infrastrukturprojekte in Schwellenländern konzentriert. Insgesamt signalisiert der türkische Vorstoß Richtung BRICS ein zunehmendes Streben nach mehr geopolitischer und wirtschaftlicher Autonomie. Ankara scheint bereit, traditionelle Bündnisse in Frage zu stellen und neue Allianzen jenseits des westlichen Lagers zu suchen. Sowohl die EU als auch die BRICS werden versuchen, Zugeständnisse und Gefälligkeiten anzubieten. Erdogan kann all das nicht ignorieren. Er weiß, dass die westlichen Verbündeten wertvolle Vorteile bringen können. Warum also nicht beide haben, anstatt einen auszuwählen? Trotz ihrer langjährigen NATO-Mitgliedschaft und ihrer integralen Rolle im Verteidigungssystem Europas ist die Türkei seit Beginn ihrer EU-Beitrittsgespräche im Jahr 2005 auf erhebliche Hindernisse gestoßen. Die EU hat immer wieder auf die demokratischen Defizite der Türkei als bedeutendes Hindernis für ihre Mitgliedschaft hingewiesen. Derzeit beschleunigt die Europäische Union ihre Bemühungen, ihre Beziehung zur Türkei zu stärken, mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Handelsbeziehungen im kommenden Jahr. Dies zeigt, dass die EU die Türkei nicht verlieren will. Vielmehr ist die EU daran interessiert, dass die Türkei hilft, die Umgehung der Sanktionen gegen Russland zu verhindern. Die EU hat einen dreistufigen Plan skizziert, um die Beziehungen zur Türkei zu verbessern. Dieser Plan umfasst die Erhöhung hochrangiger Treffen, die Wiederaufnahme der Operationen der Europäischen Investitionsbank in der Türkei und die Einleitung neuer Diskussionen zur Modernisierung der Zollunion zwischen beiden Seiten. Hohe türkische Beamte haben Frustrationen über Verzögerungen und Hindernisse in Bezug auf Themen wie visumfreies Reisen und die Zollunion geäußert. Doch seit Erdogan im Jahr 2003 an die Macht kam, hat er die Türkei nach und nach als unabhängige Macht neu positioniert, die frei ist, neue Allianzen zu schmieden. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die BRICS bietet, sind für die Türkei bedeutend. Eine Mitgliedschaft in BRICS könnte neue Märkte für türkische Produkte und Dienstleistungen eröffnen, da der Block etwa 40% der Weltbevölkerung repräsentiert. Sein BIP beträgt 65,7 Billionen Dollar im Vergleich zum BIP der G7 von 55 Billionen Dollar und dem der EU von 19 Billionen Dollar. Im vergangenen Jahrzehnt hat die Türkei jedoch begonnen, sich mit einigen Gegnern Washingtons zu umwerben: Russland, China und Iran. In ihrem Streben nach einer bedeutenden Rolle in den Weltangelegenheiten hat Erdogan zahlreiche diplomatische Missionen in Afrika und Lateinamerika eröffnet. Er hat auch versprochen, die Türkei zum ersten NATO-Mitglied zu machen, das der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beitritt, einer von China geführten internationalen Sicherheitsgruppe,
Russland ist zu einem bedeutenden Wirtschaftspartner geworden, das fast die Hälfte der türkischen Erdgasimporte liefert und letztes Jahr einen Rekord von 4,7 Millionen Touristen ins Land schickte. Im Jahr 2019 erwarb die Türkei russische S-400 Bodenluftraketen, trotz Einwänden ihrer NATO-Verbündeten. Zudem baut das russische Staatsunternehmen Rosatom ein 20 Milliarden Dollar teures Atomkraftwerk an der Mittelmeerküste der Türkei. Russlands Investitionen helfen, die angeschlagene türkische Wirtschaft zu stabilisieren. Erdogan bat um Preisnachlässe auf russische Energieimporte und wollte in türkischen Lira bezahlen. Darüber hinaus erwähnte Fidan, dass die Türkei eine aufgewertete Dialogpartnerschaft mit dem Verband Südostasiatischer Nationen oder ASEAN anstreben könnte. Er wies darauf hin, dass die BRICS-Länder daran arbeiten, ein Kreditsystem zu entwickeln und den Handel in lokalen Währungen zu erleichtern.